Herzlich willkommen zu einem Nachtspaziergang an der Playa de Palma. Es ist eine halbe Stunde bis Mitternacht. Die meisten Geschäfte haben hier schon geschlossen. Wir sind hier Höhe Balneario 8 und bis 9 dazwischen so ungefähr. Einige halten hier aber noch die Fahne hoch, sind hell beleuchtet, hier ein Filialist. Andere Bars und so weiter sind zum Teil schon geschlossen. Wir werden weitergehen zum Fire Hotspot über die Bier- und Schinkenstraße, uns informieren, was hier so in der Nacht los ist. Ich wünsche ganz viel Spaß bei diesem Video und freue mich, dass ihr dabei seid. Es weht ein frischer Wind, es ist unter 20 Grad, aber nicht kühl, man kann es wirklich gut aushalten, immer noch T-Shirt-Wetter und in den Seitenstraßen ist es natürlich ein bisschen windgeschützter, hier an der Playa. Wir sehen es gerade hier, wenig Fußgängerverkehr. Manche gehen jetzt erst los zum Feiern, andere gehen schon ins Hotel. Je nachdem, was man für Ansprüche an den Urlaub stellt, ob man nur feiert oder halt den schönen Strand hier an der Playa de Palma genießt. Wir gehen mal ein Stück an der Strandpromenade entlang, sehen hier wenig Menschen. Jedoch die großen Lokale wie Bierkönig, wie Megapark, Bamboleo oder das Oberbayern, die sind alle gut besucht.
Um diese Uhrzeit ist schwer noch was zu essen zu bekommen, aber da drüben ist noch geöffnet. Ansonsten gibt es halt nur Fast Food und das war's. Die meisten Lokale schließen ihre Küche schon früh. Da vorne erwartet uns schon die Bierstraße, hell beleuchtet, das Lokal auf der rechten Seite, beziehungsweise links von mir und rechte Seite von der, vom Eingangsbereich. Dort wird richtig gefeiert, es wird gesungen, das kann man von hier aus schon hören. Leute bei bester Laune. Man kann sich hier wirklich nicht beschweren. An der Playa, hier an der Strandpromenade, ist alles sauber. Geht's ordentlich zu. Man sieht hier keine Polizei, die sonst schnell da ist, wenn hier irgendeine Eskalation droht. Aber das ist auf keinen Fall hier zu erwarten. Hier gibt es auf der rechten Seite da vorne ein neues Lokal, das habe ich schon mal hingewiesen. Neuer Inhaber, der gastronomische Erfahrung hat, an einer großen Lokalität hier gesammelt. Die machen dort vieles richtig, haben da einen aktiven DJ, der die Leute so ein bisschen mitnimmt, der einheizt und wir sehen es oder hören es. Es wird bei bester Laune hier gefeiert und gesungen. Ebenfalls die Lokale aus dem Rheinland, die sind hier alle gut drauf, die Leute. Auch da wird gefeiert. Hier deutsches Eck. Das Durchschnittsalter in der Bierstraße ein bisschen höher natürlich als in der Schinkenstraße. Hier findet sich so ein bisschen zusammen, was zusammen gehört. Ich werde hier jetzt mal so locker durchmarschieren, denn ich bin verabredet im Bierkönig. Da warten ein paar Leute, da trifft man sich jetzt noch. Auch wenn draußen bald Schluss ist, nur noch eine knappe halbe Stunde darf draußen musiziert werden. Also sprich, Musik abgespielt werden und laut gefeiert, danach nur noch Indoor möglich. Das heißt zum Beispiel im Bierkönig im Innenbereich oder im Megapark in der unteren Etage. Da gibt es praktisch einen großen Keller, die, glaube ich, Mega Arena heißt, diese Lokalität. Und da geht es dann weiter bis zum Morgengrauen. Also die meisten Lokale haben hier bis um 5 Uhr noch richtig gut zu tun und dann gehen die meisten Leute nach Hause. Ja, und dann wird mittags wieder aufgestanden und dann geht es von vorne los. Also die ganzen Clubs, die jetzt hier sind, Fußballclubs überwiegend, die kommen meist für 3 bis 5 Tage und da geben sie Vollgas hier am Ballermann. Da gibt es auch keine Altersbegrenzung. Es gibt sowohl jüngere als auch ältere Mannschaften. Und ja, der Ablauf ist eigentlich fast der gleiche. Abends feiern, tagsüber Strand, bisschen am Pool sitzen und hoffentlich bei gutem Wetter. Jetzt steht natürlich die Fußball-EM uns bevor. Während der Fußball-EM geht es hier natürlich richtig hoch her. Viele laufen hier auch im Trikot rum. Also nach Mallorca fahren und das Deutschland-Trikot einpacken oder was auch immer. Schweiz ist dabei, Österreich ist dabei,
Die Schotten feiern in Deutschland das Eröffnungsspiel. Und hier sieht man dann alles ja, im Public Viewing. Also da macht doch jeder Laden hier mit. Ich gehe jetzt hier an dem Rui Hotel vorbei und gehe praktisch durch den Hintereingang in die Schinkenstraße. Vorne ist immer ein bisschen nervig, da stehen so viele Leute rum, wo man sich vorbeikämpfen muss und ja, soll alle möglichen Sachen dann kaufen. Irgendwann kann man halt nicht mehr. Also gefühlt sind es hunderte von Helmuts, aber man munkelt, dass es noch viel, viel mehr sind. Das sind, wenn die nichts verkaufen, dann ja, könnte die Lage schon mal eskalieren, weil irgendwo von müssen sie leben und ja, die ecken hier schon mal an. Hier der Fahrstuhl, dieser Außenfahrstuhl, immer wieder ein echter Hingucker am Obelisco, glaube ich, war das Obelisco. Ja, die Helmuts, die leben hier alle in Arenal oder auch in einem Stadtteil von Palma. Und ja, die haben es nicht so leicht, beziehungsweise alle Leute mit ihnen auch nicht. Schauen wir mal, was sie heute so anbieten. So, wir kommen näher, es wird lauter, wir kommen näher. Rechts sehen wir das Bamboleo. Links hoch die Schinkenstraße kommt man zur Rutschbahn. Auch das eine interessante Diskothek. Die heißt ja auch unter anderem so, weil man da in das untere Geschoss per Rutsche gelangt, wenn man es möchte. Und hier sehen wir, hier ist richtig gut was los, egal ob auf der Straße oder in den Lokalen. Noch, also hier ist um 24 Uhr, dann jetzt noch gute 20 Minuten ist dann hier Ruhe angesagt. Dann darf, also Ruhe auch nicht, aber dann darf keine Musik mehr gespielt werden, dann geht's nach innen. In den festen Bereich, also dann reicht ein Zeltdach auch nicht mehr aus.
Da hinten rechts ist die Rutschbahn. Wie gesagt, auch angesagt, also erst zu späterer Stunde, wenn draußen in Ruhe herrscht. Und ich stürze mich jetzt mal hier ins Getümmel. Und hier werden sie angeboten, Fußballtrikots, viele in Pink, aber auch in Weiß und so weiter. Da kommst du kaum dran vorbei. Das ist gut, super. Ich hab so eins, eben. Ja, was soll ich sagen? Ich habe tatsächlich zugeschlagen. Das Trikot mit den drei Streifen. Ich gehöre dazu. Da ist es. Weiß, pink ist nicht so meine Farbe. Und ab in den Bierkönig damit. Hier herrscht gute Stimmung. Es ist kurz vor 12, kurz vor Mitternacht. Die letzten Minuten hier und es wird kräftig gesungen. Dagegen sind die Fischerchöre ja wirklich klein. Hier ist Action angesagt. Wahnsinn. Ausgelassene Stimmung, friedlich. Das ist jetzt hier der Außenbereich. Hier ist gleich finito. Dann werden hier viele noch sitzen bleiben und noch gemütlich trinken. Dann geht es da hinten drin weiter. Da ist ein abgeschlossener Bereich. Da ist es aber eng und für mich einfach zu gefährlich. Wenn da Panik ausbricht, ist man zu weit weg vom Ausgang. Also wir gehen gleich hier hinten in den hinteren Bereich, in den alten Bereich, so genannten von dem König. Und da geht es jetzt nochmal ein Stündchen rund. Aber hier singe ich mal ein bisschen mit. Einfach nur herrlich. Wie in Liverpool oder im Dortmunder Westfalenstadion. So, das war's. Eine Stunde jetzt so ein bisschen gefeiert. Hier ist noch lange nicht Schluss. Hier geht's, wie gesagt, noch bis in den Morgengrauen. Vorher werden die meisten hier nicht aufgeben. Es sei denn, es geht nicht mehr. Jetzt werden wir hier den Heimweg antreten und noch mal ein bisschen schauen, was weiter vorne Richtung der Playa los ist. Überhaupt kein Stress, total friedlich, wurde gefeiert, gesungen, getanzt und auf den Tischen getanzt auch. Nicht nur die Besucher, auch Go-Go Girls tanzen dort auf den Tischen, unterhalten die Leute mit ihrer Tanzeinlage. Ja, und die Helmuts lassen mich jetzt in Ruhe. Ich habe was gekauft, alle sind glücklich. Das Trikot mit den drei Streifen. Ob das Original ist oder nicht, schwer zu sagen. Vom Preis her eher nicht, von der Qualität kann man es nicht unterscheiden. Ist mit Hangtag dran und von daher, man sieht hier, viele laufen im Trikot. Und jetzt, die nächsten Tage wird es richtig viel werden, wenn denn die Europameisterschaft
losgeht. Da natürlich hier viele Fußballinteressierte sind und sich das ganz gut mit Feiern kombinieren lässt. Hier ist jetzt auch die Musik aus, sodass es hier auch langsam ruhiger wird. Lokale haben hier noch geöffnet. Hier geht es Richtung Megapark, da soll richtig viel los sein. Auf der Strandpromenade ist es ein bisschen wilder, erfahrungsgemäß immer dort. Da liegt ein klein bisschen mehr Müll rum. So soll es auch heute Abend da sein, gerade mit Leuten gesprochen, die von da gekommen sind. Also Megapark voll. Ich habe Familienmitglieder, die gerade da waren und da gefeiert. Und hier am Strand ist noch so der ein oder andere. Das Einzige, was aufregt, ist wirklich die Hygiene hier. Damit nehmen das einige nicht so ganz genau. Da sollte es wirklich strengere Regeln geben. Kann nicht sein, dass man Getränke in so großen Mengen verkauft und dann keine geeigneten Toiletten hat. Das ist eine Katastrophe. Da sollte es wirklich Vorschriften geben, von der Größe her, von der Anzahl der Menschen. Das kann nicht sein, dass alle hier sich so benehmen. Das ist ein bisschen schade. Also da sind wirklich die Behörden und die Lokale gefragt. Also hier gehen wir jetzt durch. Wir sehen viel los hier. Wieder in die andere Richtung, wo ich hergekommen bin. Jetzt schauen wir mal, was da jetzt mittlerweile los ist. Wir waren eben Höhe Ballermann 6, da hat man gesehen, richtig viel los. Und hier ist jetzt wieder tote Hose, Richtung 5 und 4, dachte ich eben schon. 5 ist der Hotspot überhaupt, gegenüber vom Park, und Richtung 4. Und Arenal nimmt das dann so langsam ab, aber Arenal ist auch noch richtig viel los. Da feiern viele Holländer, Engländer, aber auch Deutsche und Spanier nicht zu vergessen. Es sind auch ganz viele spanische Studentinnen und Studenten hier. Hier der König schon geschlossen. Da hat man schon eingeräumt und da hinten wird es jetzt ganz ruhig.
Ihr war bis vor einer Stunde noch der, oder anderthalb bis zwei Stunden noch der Kunsthandwerker Flohmarkt auf der anderen Straßenseite gegenüber von Balneario Nummer 7. Hier sind Behindertenplätze eingerichtet. Das heißt, man darf hier direkt an die Playa ranfahren, kann am Tage fast ebenerdig an den Strand gelangen. Da hat man sich wirklich verbessert. Wäre es denn ein bisschen übersichtlicher und ein bisschen weniger Remi-Demi haben möchte, der sollte lieber weiter hinten Richtung 9, 10 oder 11 fahren. Da ist der Strand wirklich schön und Richtung Campastilla sowieso. Richtig schöner Sandstrand, sauber, ordentlich und ein bisschen ruhiger, ohne Musik tagsüber am Strand, sondern mit guter Laune und schön warmem Wasser. Die nächsten Tage werden hier auf Mallorca besser. Temperaturen von an die 30 und am Tage vielleicht sogar über 30 Grad. Das heißt, die Nächte werden auch wärmer, können eventuell tropisch wieder werden. Hatten wir schon vor einer Woche circa, Nacht 27 Grad. Hier links das Bavaria schon geschlossen. Mittlerweile ist es 1:30 morgens. Hier passieren wir nochmal die Bierstraße, da sind immer noch einige fleißig am Feiern, jetzt ohne Musik. Musik darf nur drin gespielt werden, auch hier selbstverständlich.
Und hier ist dann wirklich wieder alles geschlossen. Wir gehen jetzt hier noch bis zum Tabana. Da dürfte noch geöffnet sein. Da war vorhin alles hell erleuchtet, als ich da vorbeigekommen bin. Und so dürfte es jetzt da wahrscheinlich auch noch sein. Hier ist finito für heute. So, wie vermutet, das Tabana noch hell erleuchtet, draußen nichts mehr los, aber drinnen wird noch gefeiert, man hört Musik, man hört Gesang da drin so ein bisschen. Für mich wird es Zeit, mich zu verabschieden. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wünsche viel Spaß bei den nächsten Videos hier auf Georgis Kanal. Bedanke mich bei allen Unterstützern. Vielen, vielen Dank. Ohne eure Unterstützung geht's halt gar nicht und darüber freue ich mich ganz besonders. Ich sage Tschüss, Adios und Bye-bye vom Ballermann an der Playa de Palma auf Mallorca. Servus.